machen heute wieder Guiso. Und zum Guiso gehört für uns zumindest der Palo Santo. Das ist ein hier heimischer Baum. In dem Holz ist sehr viel Öl. Das wird auch zur Parfümherstellung benutzt, soweit ich weiß. Das wird hier nämlich auch Noma Plata aus den Bäumen raus extrahiert. Mhm. Wir nehmen es gerne halt für den Guiso, weil das es räuchert ein bisschen, aber das gibt dem Guiso so, so eine bestimmte Rauchnote, die wir sehr gerne. Raucharoma. Mögen. Raucharoma, genau. Genau. Wie ihr gleich sehen werdet, das qualmt ganz schön schwarz. Aber da läuft halt das Öl auch immer raus. Also wenn man es jetzt für abends oder beim Feuer da so nimmt, das ist richtig schön auch mit anzusehen. Und ja, brennt auch, wenn es nass ist. Jetzt tun wir auch noch roten Quebracho rein. Der hält die Glut lang oder hält die Hitze lange. In Deutschland gibt es von dem roten Quebracho auch Grillkohle. Die ist sehr gut. Die hält auch sehr, sehr lange die Glut. Viele verbrennen hier den roten Quebracho und nehmen dann nur die Glut zum Grillen. Weil mit dem Holzgrillen, das gibt dann wohl nicht so den beliebten Geschmack. Wir räuchern zum Beispiel sehr gerne mit rote Quebracho. Und auch eigentlich, man erkennt es an der Farbe, genau wie das Grün vom Palo Santo, ist halt hier markant die rote Farbe bei dem roten Quebracho. Schmeiß rein, ich hab Hunger. Das Fleisch schön anbraten kann. Was wir noch für den Guiso brauchen, könnt ihr hier sehen. Das ist eigentlich bis auf das heiße Wasser, was gerade noch drin kocht. Alles, was wir für den Guiso brauchen. Wir haben jetzt hier Fleisch. Rindfleisch. Genau, Rindfleisch. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ob Schaf, ob Rind, ob Schwein, ob Huhn. Was ihr mögt. Ziege. Nudeln. Könnt ihr auch Kartoffeln, Reis nehmen, was auch immer. Maniokka. Zwiebeln haben wir hier. Wer es mag, kann auch Ajo nehmen. Ich mag es nicht. Knoblauch, wolltest du sagen. Ja, Knoblauch wollte ich sagen, genau. Wir machen jetzt auch Chili rein, Paprika, Salz und diesmal gekauftes Tomatenmark. Ich habe keins mehr. Könnt ihr aber auch passierte Tomaten nehmen. Ihr könnt die Tomaten aus der Dose nehmen, die fertigen. Ihr könnt frische Tomaten nehmen. Also ihr könnt so variieren bei dem Guiso. Eigentlich alles, was ihr gerade da habt. Jetzt kommt das Fleisch rein. Das Fleisch ist gut, ist schon angebraten. Wir machen es noch nicht ganz angebraten, weil die Zwiebeln kommen ja nur da rein. Sonst ist das nachher sowas von durch. Und Schuhsohle wollen wir ja nicht. Würzen nicht vergessen. Zwei Teelöffel Salz, oder? Genau, ich mache erstmal zwei Teelöffel an, dann müssen wir gleich nochmal einmal abschmecken. Die Zwiebeln sehen ja auch schon langsam gut aus. Brauchen nicht mehr lange. Dann kommt das Tomatenmark rein. Hilfst du mit? Die Zwiebeln sehen jetzt auch gut aus und fast perfekt, weil die sind perfekt, ne? Ja, sehen gut aus. Kann jetzt hier nicht das Tomatenmark rein. Das wird jetzt angeröstet und ein-, zweimal abgelöscht mit Wasser, damit man auch die Röstaromen hat. Wenn man es riecht, als guter Zeitpunkt zum Ablöschen. Kurz warten, dann nochmal einmal. Das sollte eigentlich reichen. So kriegt man noch die schöne braune Farbe hin von den Röstaromen. Weil sonst mit Tomate wird es rot. Dadurch sollte es eigentlich richtig schön braun werden.
Jetzt tun wir die Paprika mit dazu. Ich brate sie noch mal kurz mit an, dass sie nur so angebraten wird. Nicht viel, aber reicht. Chilis. Warten wir noch mal ganz kurz und dann wird es richtig abgelöscht. Wasser rein. Das bringt nicht wie viel. Ja, es kommt auf den Topf an, ja. Genau. Also damit genug drin ist, dass die Nudeln da drin kochen können. Ja, wir machen noch mal ein bisschen Wasser nach. Ja, ich würde auch sagen, da muss noch ein bisschen Wasser rein. Aber das ist nicht schlimm, wenn das da so vor sich hin köchelt. Da ist jetzt zeitlich ist da jetzt keine Grenze gesetzt. Da hat man keine Eile. Ich habe gerade noch mal Wasser nachgekippt. Das ist jetzt auch schon richtig schön am Köcheln. Heißt, perfekter Zeitpunkt, um die Nudeln reinzutun. Da weiß ich auch nicht, wie viele das sind. Ich ist immer, da gibt es ja auch kein festes Rezept. Nee, da ist auch nach Gefühl einfach rein. Und das schmeckt so oder so. Also beim Gyso kann man echt wenig falsch machen. Irgendwie kriegt man das immer lecker hin. Und wenig Angaben machen. Also ja. Alles, was ihr habt, könnt ihr eigentlich da reinschmeißen. So nach Gefühl, dass es dann so einen schönen Topf ergibt. So, jetzt müssen die Nudeln kochen. Genau. Muss ich gleich noch mal einmal abschmecken. Aber das mache ich erst, wenn die Nudeln ein bisschen gekocht haben. Der sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ich probiere einmal kurz die Nudeln. Vorsicht, heiß. Okay. Die gut sind. Mhm. Das heißt, wir können den jetzt vom Feuer nehmen. Gute ist, der Topf ist so heiß, da gehen die Hunde eh nicht dran. Ja, wir lassen das jetzt noch ein bisschen ziehen und noch ein bisschen durchziehen, weil abkühlen tut das nicht in dem Topf. Definitiv nicht. Also es hält schon eine ganze Weile in dem Gusseisen heiß. Ja, aber ist, glaube ich, auch besser für die Qualität, wenn er 5 Minuten zieht oder so. Ne? Ja. Und dann, also wie gesagt, wir lassen halt jetzt noch ein bisschen ziehen und dann gießen wir den Gyso. Unser Gyso ist jetzt fertig. Ich musste noch mal ein bisschen nachsalzen. Ansonsten schmeckt er super. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten nachmachen, sagen, was ihr davon haltet und guten Appetit!